Hallo und schön, dass du dabei bist. In diesem Video verrate ich dir das Geheimnis, wie du es schaffst, mit ganz, ganz wenig Aufwand einen Podcast wirklich erfolgreich zu machen. Also bleib bis zum Ende dran und dann wirst du ein Special erfahren, das momentan wenige bis gar keiner nutzt. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Raik Hahn und wenn du neu auf diesem Kanal bist, bei mir geht es darum, dass du als Unternehmer deine Gewinne steigerst und gleichzeitig deine Arbeitszeit reduzierst. Für mich persönlich war vor über 3 Jahren der große Schlüssel ein Podcast. Und genau deswegen möchte ich mit dir meine persönlichen Geheimnisse teilen, die es zum einen dafür gesorgt haben, dass ich wirklich im Bereich Unternehmer-Only der größte Podcast in der gesamten deutschsprachigen Region bin, mit Stand jetzt mehr als 50.000 Unternehmern. Und auf der anderen Seite, dass wir auch einfach merken, dass wir kontinuierlich weiter wachsen. So, und diese Prinzipien, die dort hinterstecken und auch das, was wir in unserer Podcast-Agentur unseren Kunden vermitteln, davon möchte ich jetzt ein paar Golden Nuggets für dich hier for free teilen. Zunächst einmal ist wichtig, was ist ein Podcast? Ein Podcast ist am Ende des Tages ja nichts anderes, als mit einem Audiogerät irgendwie eine Tonspur aufzunehmen. Du hast ein Mikrofon, sprichst da rein, hast deine Themen fertig. Theoretisch könntest du sogar mit deinem Smartphone einen Podcast machen, weil auch hier gibt es eine Diktierfunktion, in der du mittlerweile recht guter Qualität auch entsprechend deine Stimme festhalten kannst. So. Wenn es also so einfach ist, einen Podcast zu starten und damit loszugehen, warum ist es dennoch so schwierig, einen Podcast wirklich erfolgreich zu machen? Genau darum geht es. Der erste Punkt ist, das Geheimnis liegt im Start. Es gibt eine gewisse Klaviatur, die man zum Beginn einfach verstehen sollte, die man mitnehmen sollte, damit ein Podcast wirklich erfolgreich wird. Du hast ein bestehendes Potenzial an Kunden, Interessenten, an Social-Media-Reichweite, E-Mail-Subscriber, also Leute, die auf deiner E-Mail-Liste sind, die sich in dein Newsletter eingetragen haben oder vielleicht auch einfach eine Bestandskundenliste aus deinen entsprechenden Werkzeugen, die du dort einsetzt. Diese Person darauf hinzuweisen, dass du bald einen Podcast machst, ist unglaublich wertvoll und vor allem das auch entsprechend vorzubereiten, eine Kommunikationsstruktur zu nutzen, die dafür sorgt, dass dein Personenkreis, der bereits mit dir zu tun hat, weiß, hey, da kommen in Zukunft kostenfreie Mehrwerte. Das ist ganz wichtig. Ein Podcast ist kostenfrei. Denn es geht einfach darum, dass du in den Austausch gehst. Ja, Podcast ist natürlich etwas, wo du erstmal nur selber reinsprichst und eine andere Person das hört und wenig Interaktionsmöglichkeit besteht. Aber es können eine Vielzahl von Hörern erreicht werden und du hast nur einmal die Message hier entsprechend reingesprochen. Insofern ist es wichtig zu verstehen, mit einem Podcast nimmst du einmal etwas auf und das Gespräch können viele Leute entsprechend nachvollziehen und mitnehmen. Deswegen ist ganz wichtig, zum Anfang solltest du mit mindestens 4 Folgen rausgehen, wenn du startest. Warum? So wie es bei einer tollen Serie auch ist, wenn dich das Ding wirklich mitnimmt, wenn es dich mitreißt, dann willst du auch gleich noch die 2., 3. und 4. Folge sehen. Und diese Möglichkeit musst du einfach geben. Viel zu häufig machen die Leute den Fehler, dass eine erste Folge aufgenommen wird und dann passiert lange Zeit nichts. Dann sind die Leute heiß, haben Bock, aber es wird nicht geliefert und dann geht auch entsprechend das Interesse schon wieder runter. Das ist also der Fehler, vermeide das, dann kannst du mit dem Start richtig losgehen. Wenn du sagst, hey, das ist mir vielleicht zu kompliziert, schreib mir auch gerne eine Message, egal ob jetzt privat oder in den Kommentaren, denn genau solche Sachen begleiten wir ja auch. Der zweite Punkt, der extrem wichtig ist, greife die Themen deiner Kunden auf. Als ich damals meinen Podcast gestartet habe, war tatsächlich der Grund für mich, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust, immer wieder dieselben Fragen von meinen Kunden zu beantworten. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich nehme mir jetzt ein Aufnahmegerät, spreche das dort rein und habe einfach die Chance, dass jedes Mal, wenn ich diese Frage erneut gestellt bekomme, ich auf diese Folge verweisen kann. Daraus hat sich für mich auch ein Prinzip entwickelt, dass ich mittlerweile meine Coachings einsetze und wir haben Stand jetzt mehr als 370 Folgen produziert. Das heißt, allein dort sich auch durchzuhangeln, welche Themen sind relevant, welche Themen kann ich wie für mich nutzen, das ist schon etwas, wo wir sagen, hey, da schaffen wir eine Abkürzung und diesen Zeitvorsprung, den kann man sich auch entsprechend bezahlen lassen. Insofern, nimm die Themen deiner Kunden auf. Ja, einfaches Beispiel, das machen wir mit vielen der Personen, die wir betreuen, mit vielen Unternehmen. Wir gehen einfach in die häufigsten Fragen rein, in die sogenannten FAQs, also Frequently Asked Questions, die häufig gestellten Fragen, die aufzugreifen und allein dazu Folgen zu machen, spart schon unglaublich viel Zeit. Tipp Nummer 3, suche dir Gesprächspartner. Eine komplette Radioshow ohne abwechselndes Programm ist sehr monoton. Du kannst ja mal den Deutschlandfunk hören und gucken, wie lange du es aushältst, ohne dass du irgendwas nebenher machst.
Das wird relativ schwierig. Deswegen suche dir Gesprächspartner. Gesprächspartner aus deinem Kreis. Gesprächspartner, die du interessant findest, wo du weißt, hey, die können potenziell tolle Mehrwerte liefern. Und dann hast du ein Mikrofon, dein Gesprächspartner hat ein Mikrofon und ihr könnt eine tolle Aufnahme machen. Die Gerätschaften dafür, dazu habe ich bereits ein Video gemacht und kann auch gerne nochmal ein weiteres Video machen, wo es näher beleuchte. Aber es ist wirklich im Vergleich zu Video, das sehe ich ja selber in meinem eigenen Studio, viel, viel unkomplizierter, viel, viel mobiler. Ich sage mal, ein Podcast passt in jede Frauenhandtasche rein. Also es gibt keine Gründe, nicht damit zu starten. Der vierte Punkt ist, mache auf jeden Fall Einzelfolgen. Das kann ich aber nur sagen, ich habe erst Einzelfolgen gemacht, wir hatten einen unglaublichen Start, dann habe ich sehr, sehr viele Interviews gemacht, das hat sich auch gut entwickelt, aber seitdem ich Einzelfolgen und Interviews miteinander kombiniere, geht es komplett durch die Decke. Warum? Weil, wenn du immer der Moderator bist und die Fragen stellst, dann ist es ja die Expertise von anderen Personen. Wenn du aber hingegen selbst Dinge moderierst, selber deine Expertise teilst, dann ist es etwas, was aus deinem Kopf herauskommt. Bezug zu nehmen auf die Themen, die bereits von deinen Kunden kommen oder von deinen entsprechenden Partnern kommen, von den Gesprächspartnern kommen, ist absolut gerechtfertigt, das ist okay. Wichtig ist einfach, was machst du selbst draus? Was sind deine Erfahrungswerte? Was sind deine persönlichen Entscheidungen? Was sind deine persönlichen Hintergründe? Wenn du das teilst, dann kommst du in eine ganz, ganz neue Liga rein. Und der letzte und für mich persönlich wichtigste Punkt, der auch maßgeblich dafür ist, dass unser Format Unternehmerwissen in 15 Minuten so gut funktioniert, ist, sei einzigartig. Noch ein Laber-Podcast, wo eine Stunde Leute sich austauschen mit unkonkreten Fragen. Was bringt dir das? Noch irgendwie eine kurze Gesprächsrunde, wo du kurze Impulse gibst. Was bringt das? Du musst etwas finden, was dich wirklich einzigartig macht, wo du es schaffst, dich so herauszustellen, dass du der absolute Player bist. Riesenvorteil ist, der Podcastmarkt ist noch unglaublich frei. Es gibt noch sehr, sehr viele weiße Flecken dort. Und es reicht einfach, wenn du dort dein Messer in den Tisch haust und dann entsprechend sagst, hey, ich bin der Erste hier. Einfaches Beispiel, wenn du Zahnarzt bist, ja, es gibt bereits einige wenige Podcasts im Bereich Zahnarzt, aber was ist das konkret? Super, es gibt Leute, die sich damit beschäftigen. Das ist deine Chance, reinzugehen und dich als wirklich einzigartig zu positionieren. Wenn du im Bereich Steuerberatung unterwegs bist, gibt es dort schon Sachen. Super, aber was machst du anders? Ja, immer dieses Be Different, das ist hier ganz, ganz entscheidend. Bei uns, als wir in dem Bereich Wirtschaft gestartet sind, es gab bereits super viele erfolgreiche Wirtschaftsformate, auch international, weil unser Klientel, Unternehmer, die können alle super gutes Englisch. Da war es doppelt schwierig, da die PS auf die Straße zu bringen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ein ganz, ganz kurzes, knackiges Format zu machen. Nur 15 Minuten, harter Anschlag und that's it. Und das funktioniert extrem gut. Warum? Weil Unternehmer kurz getaktet sind und mit diesen Informationen am besten arbeiten können, wenn sie nur die Essenz bekommen. Das ist es, was uns einzigartig macht. Jetzt meine Frage an dich. Wie machst du deinen Podcast einzigartig? Und egal, ob du schon einen Podcast hast oder ob du einen Podcast starten möchtest, schreib mir bitte mal hier in die Kommentare oder eine private Message an einen meiner Social Media Kanäle und lass uns darüber einen Austausch geben. Wenn du für dich jetzt sagst, hey, ich möchte selber einen Podcast starten, ich weiß aber noch gar nicht, wie das funktioniert, ich möchte mein Unternehmen jetzt auch digital aufstellen, frag mich auch dahingehend gerne an. Ich habe eine eigene Podcast-Agentur, wo wir viele Unternehmen bereits erfolgreich in den Podcast-Start begleitet haben. Wenn du dazu mehr wissen willst, schreib mir einfach eine Message. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung. Dein Raik.